Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Trader-Gemeinde, herzlich willkommen zum Webinar von XTB präsentiert, Salomons Marktausblick mit meiner Wenigkeit. Mein Name ist Stefan Salomon und wir wollen uns heute auch mal den Bund Future anschauen, neben dem deutschen Aktienindex. Heute allerdings unter Umständen ein ruhiger Handel, weil wir in den USA Feiertag haben. Wir blicken aber zuvor natürlich noch auf den Interessenkonflikt und natürlich auf den Risikohinweis. Und da bitte ich wie immer um Beachtung und gleich den Märkten zu wenden. Kommen wir zum deutschen Aktienindex. Wir die Wochenkerzen. Wir sehen in den letzten Wochen, wir rennen sozusagen hier an die 13.300 an, aber bislang ist das oder war das zum Scheitern verurteilt. Was noch ein bisschen für das positive Szenario spricht, ist, dass wir hier kleine Kerzen haben, bislang keinen neuerlichen Abprall an der 13.000er Marke unten haben und demzufolge nach wie vor die Chance besteht, dass wir also hier dann vielleicht auch mit positiven Nachrichten seitens Impfstoff etc. nach oben durchstarten. Aber wir haben natürlich dann noch die US-Präsidentschaftswahl, wir haben Brexit und das ist natürlich eine Geschichte, die immer mehr wieder in die Medien zurückkommt und auch in die Köpfe der Börsianer. Das heißt also, dass wir hier durchaus auch Gefahr haben, dass wir diese Aufwärtstendenz der letzten Wochen, die hier vorhanden ist, also ein Tief, ein zweites Tief, dazwischen ein Hoch, ein neues Hoch. Das heißt, wir haben hier tatsächlich einen sehr kurzfristigen Trend, Aufwärtstrend. Und sollten wir hier auch unter die 12.600 rutschen, also das sind so kleine Lundenenden hier von zwei kleineren Wochenkerzen, dann würden wir diese Bewegung auch nach unten verlassen. Und dann müsste man auch durchaus damit rechnen, dass wir hier am Widerstand nach unten abprallen. Gerade wenn sich noch ein bisschen mehr Chaos bei den US-Präsidentschaftswahlen durchsetzt und hier eine eher vorsichtige Haltung in den Markt wieder zurückkommt, gerade eben auch in Hinsicht Exit. Also das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass wir so ein Szenario auch bekommen. Demzufolge, was wir sehen, ist im Moment ganz entscheidend, so wie immer, wir haben eine Phase der Unsicherheit. In Phasen der Unsicherheit können auch schnelle Richtungswechsel eintreten. Das heißt also, diese Unsicherheit, die wir hier im Moment sehen, haben wir im Prinzip hier zwei kleine Wochenkerzen, dann nochmal eine gewisse Pattsituation zwischen den Bullen und Bären, gekennzeichnet dadurch, dass wir in der letzten Woche auch Docht und Lunte an der Wochenkerze haben. Also innerhalb dieses Bereiches kann es durchaus zu schnellen Richtungswechseln noch kommen. Sollten wir aber eben aus dieser Phase der Unsicherheit nach unten ausbrechen, dann müsste man eher mit einer stärkeren Abwärtsbewegung rechnen. Soweit einmal zu den Wochenkerzen. Wir schauen uns die Tageskerzen an und da sehen wir auch nochmal diese Phase der Unsicherheit. Diese Phase der Unsicherheit hatte ich hier mal ursprünglich in einem Dreieck gepresst.
nicht ganz so idealtypisch. Wir haben jetzt hier auch die Chance, mit dem neuen Hoch einen Aufwärtstrendkanal zu konstruieren. Das Dreieck verliert so langsam an Bedeutung. Warum? Wir sind hier mal mit einer grünen Tageskerze nach oben ausgebrochen, ein Pullback, nochmal Ausbruchsversuch, ist gescheitert am Widerstand. Ich hatte beim letzten Webinar auch darauf hingewiesen, dass also die Seitwärtsbewegung doch mittlerweile etwas aussagekräftiger ist als das Dreieck. Das Dreieck an sich würde ich also so langsam verwerfen. Wir haben hier die horizontalen Marken und nach oben sind wir noch erst einmal noch gedeckelt. Nach unten aber hier im Bereich 12.700, paar Zerstörungen 12.600 durchaus noch unterstützt. Aber innerhalb der Range würde es dann eben negativ werden, wenn wir hier auch unter die 12.600 fallen und dann letztendlich auch diesen Aufwärtstrendkanal nach unten verlassen, dann müssten wir eher damit rechnen, dass wir uns auch die 200-Tageslinie und die 12.000er-Marke auch mal von unten anschauen. Also das ist auch hier so eine kurzfristige Phase der Unsicherheit. Ausbruch nach unten aus der Phase wäre eher negativ, nach oben grundsätzlich weiter positiv. Aufwärtstrend ist noch intakt, aber wir sehen halt hier doch eine Reihe von Tagen mit Gewinnmitnahmen, mit roten Kerzen. Also da ist Widerstand durchaus jetzt erst einmal vorhanden. Und dann schauen wir uns hier noch die Stundenkerzen an. Und da sehen wir auch nochmal, dass hier nach unten durchaus noch aufgefangen wird. Also wir haben hier zum Beispiel auch einen Hammer. Wir haben lange Lunten. Demzufolge sind wir hier nach unten durchaus noch unterstützt. Aber wir haben hier zum Beispiel auch bei der 13.120 Dochte, wir haben rote Kerzen. Insofern würde ich also auch für den heutigen Tag eher davon ausgehen, dass wir hier so eine Bändebewegung bekommen. Nach Rücksetzer, nach unten dürfte noch auf Kaufinteresse treffen und Erholungen hier auch in Richtung 13.070, 13.100 dürften denn er dann wieder verkaufte. Interessant übrigens von der letzten Woche, wir hatten hier einen Abwärtstrend, wir hatten hier diese lange grüne Kerze, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an das Webinar, wo wir das hier live sozusagen gesehen hatten und ich meinte, das wäre also ein Kaufsignal, auch gerade wenn wir dann in den 5 oder auf 15 Minuten Kerzen hier einen Ausbruch nach oben bekommen und man dann die Schwankungsbreite des Trendkanals nach oben abtragen konnte. Also das erste oder zweite Kursziel und dann natürlich der Ausbau aus dieser Range war dann nochmals positiv, auch mit diesem kleinen Pullback. Da konnte man also hier auch nochmal auf 5 Minuten mal so einen sehr kurzfristigen Trend legen und war also da durchaus sehr erfolgreich, konnte man das handeln. Und natürlich muss man dann sagen, wenn so ein Aufwärtstrend oder auch ein Rebreak in eine vorangegangene Range erfolgt, was Sie gesehen haben, ist das natürlich dann erstmal negativ. Solche Vergangenheit ist, man könnte jetzt sagen, ja, ist ja alles Geschichte, aber letztendlich kann man hier aus diesen Geschichte oder aus diesem Kursverlauf auch lernen, dass man durchaus abwartet, dass man schaut, okay, habe ich mal einen längeren Abwärtstrend oder längeren Abwärtstrend, wird der dann verlassen? Oder Rebreak, das Ganze hier also im Prinzip aus einer gewissen Bullenfalle. So, und das haben wir im Moment eben nicht. Wir haben also hier keinen mustergültigen, schönen Abwärtstrend oder Aufwärtstrend. Also insofern würde ich jetzt unter Umständen auch nur sehr kurzfristig handeln. Und das ist im Moment nicht besonders aussagekräftig im Vergleich halt zu diesem Ausbruch mit einer langen, dynamischen, grünen Kerze. Auch auf 15-Minuten-Basis war das hier der Fall. Das heißt also, das haben wir im Moment nicht, sondern hier würde ich eher davon ausgehen, dass wir halt hier mit Unsicherheit auch behaftet sind. Das heißt also, hier zwar ein bisschen eine Erholung starten können, die aber auf Widerstand trifft und Rücksetzer eher noch aufgefangen werden dürften. So, weit erst einmal zum deutschen Aktienindex. Wir schauen uns noch die anderen Indizes an, also wie schon erwähnt, an den US-Märkten heute Feiertag. Wir haben im Dow Jones hier einen deutlichen Abprall an der Rückkehrlinie, an der oberen Begrenzung dieses Aufwärtstrendkanals gesehen. Die Rückkehrlinie war das Kursziel, da kann man dann auch durchaus dann in den Stundenkerzen, wenn da so Verkaufssignale eintreten, auch auf alle Fälle mal Gewinne mitnehmen.
Wir haben jetzt hier aber noch eine gewisse Unterstützung. Aber auch das spricht jetzt erst einmal auch von der Dynamik dieser langen schwarzen Kerze dafür, dass wir hier nach oben gedeckelt sind, nach unten aber durchaus noch unterstützt. Es ist auch natürlich so, dass wenn wir uns jetzt einen S&P oder Nasdaq anschauen, dass noch sehr, sehr viel Vertrauen in steigende Kurse vorhanden ist und demzufolge also hier so ein Durchmarsch nach unten jetzt nicht unbedingt gleich zu erwarten wäre, sondern dass wir auch hier vielleicht über die nächsten Tage eine Pendelbewegung bekommen. Nur sollten wir natürlich unter das Freitagstief fallen und diesen Aufwärtstrend knacken, auch in diese Vorangang-Range, also unter die 27.150 fallen, wäre das alles grundsätzlich negativ und man müsste dann hier die Schwankungsbreite des Trendkanals nach unten abtragen. Das kann man dann hier auch in den Stundenkerzen sehen. Also wir sind hier sehr schön umgelaufen, Ausbruch nach oben, Fehlausbruch, Rebreak in die Range und jetzt würde ich eher davon ausgehen, dass wir hier auch eine gewisse Unterstützung haben, aber eben auch hier nach oben Widerstand und das war also hier erstmal so ein bisschen hin und her uns arbeiten und dann der S&P 500 und Nasdaq. Hier haben wir den breiten US-Markt, den S&P 500. Wir sind also auch hier erst ein bisschen aus diesem Trendkanal nach oben ausgebrochen. Dann kam ein Abprall zum Wochenschluss. Aufwärtstrend ist jetzt erreicht bzw. wurde nochmal getestet. Nach oben sind wir durchaus gedeckelt. Nach unten auch hier nochmal im Bereich des Freitagstiefs unterstützt. Es kommt jetzt im Moment ein bisschen darauf an, ob wir halt im Laufe der Woche hier unter die 3.360,50 laufen, dann müsste man eher davon ausgehen, dass sich diese Gewinnmitnahmen deutlich weiter fortsetzen. Nach oben dürften Erholungen aber erst einmal noch gedeckelt bleiben. Und dasselbe Bild beim Nasdaq 100, auch hier hatte ich darauf hingewiesen, dass man dann gerade so in den Stundenkerzen auch sehr, sehr kurzfristige Trends machen kann. Wir sind erst aus diesem Aufwärtstrendkanal hier nach oben ausgebrochen. Das heißt, man konnte also hier die Schwankungsbreite dieses Trendkanals nach oben abtragen. Solche Ausbrüche nach oben aus Aufwärtstrendkanälen laufen aber immer einher mit einer gewissen Euphorie und damit auch mit einem gewissen Rückschlagpotenzial. Und wenn dann so ein Ausbruch nicht gelingt, dann sehen Sie, was passiert. Also wir haben hier deutlich fallende Kurse an den Aufwärtstrend. Und jetzt ist es eben oder ist davon auszugehen, dass wir hier Erholungen durchaus auch sehen können, weil eben hier dieser langfristige Aufwärtstrend auch für Vertrauen in steigende Kurse gesorgt hat. Also wir könnten hier auch durchaus jetzt so eine kleine Erholung sehen, aber die dürfte hier im Bereich der Mitte dieser langen roten Kerze wiederum auf Widerstand treffen, also um die 12.050, 12.100 dürfte dafür eine Erholung erstmal Schluss sein. Und negativ wäre es natürlich, wenn wir hier unter die jüngsten Tiefs rutschen. Das ist aber noch kein Hammer, also dafür ist die Abwärtsbewegung zu kurz. Ja, vom Szenario, was ich favorisieren würde, wäre jetzt hier eine Pendelbewegung zu erwarten, dass wir also eine leichte Erholung sehen, die wieder abverkauft wird und dass wir uns hier erstmal so ein bisschen seitwärts hin und her bewegen dürften. Soweit zu den Aktienmärkten. Bei den Aktienmärkten, gerade beim Technologieindex, gibt es auch Berichte, dass die Softbank sehr stark investiert hat in Tesla, in Apple und so weiter und auch Optionen geschrieben haben. Aber allein das reicht nicht aus für diesen sehr, sehr starken Kursanstieg. Das halt hier auch sehr, sehr viele Privatanleger. In den USA gab es sehr viele neue Konten, die Brokern eröffnet worden sind. Also da haben sich auch neue Schichten sozusagen im Markt beteiligt. All das kann man so ein bisschen als Warnsignal betrachten, dass wenn diese eher in Anführungszeichen vielleicht auch etwas unerfahrenen oder jetzt euphorisierten Anleger, die halt ja auch per Würfel sozusagen investiert haben, so wie das auf manchen Webseiten vorpraktiziert wurde in den USA, dass wenn hier natürlich jetzt an den US-Märkten die Korrektur sich weiter fortsetzt, dann könnte das also durchaus hier noch mit Dynamik, mit Schmackes auch nochmal nach unten laufen. Also auch das ist durchaus mit zu berücksichtigen.
Kommen wir zu etwas, wo ich doch von einigen gebeten wurde, das mal mit aufzunehmen, und zwar den Bund Future, also hier Bund 10 Jahre bei XDB. Wir haben jetzt hier den September-Kontrakt, jetzt haben wir den aktuellen Dezember-Kontrakt, also deswegen diese Lücke. Das ist also jetzt kein starker Einbruch, sondern Sie sehen das hier, dass da immer mal wieder Lücken sind durch den Kontraktwechsel. Aber grundsätzlich kann man natürlich trotzdem auch mit so einem einfach zusammengesetzten Kontrakt hier eine gewisse Chartanalyse machen. Das heißt, wir haben hier einfach sehr viel Volatilität. Wir haben eine Pendelbewegung im Markt. Und demzufolge würde ich, wenn man sich auch die Expertenkommentare etc. anschaut, davon ausgehen, dass der Bund Future insgesamt nach unten unterstützt ist, einfach aufgrund auch der EZB-Politik, und die US-Notenbank hat ja im Prinzip schon durchblicken lassen, dass wir also auf Dauer sehr niedrige Zinsen haben werden. Rücksetzer dürften also generell hier in einem Unterstützungsbereich der letzten Wochen aufgefangen werden. Dass wir jetzt mit dem Dezember-Kontrakt ein bisschen zurückgekommen sind, ist jetzt noch kein Beinbruch. Und also insofern auch unter Chance-Risiko-Aspekten würde ich also hier eher sagen, dass man noch an etwas schwächeren Tagen hier durchaus dann die Hände auffangen kann. Kommen wir zum Devisenmarkt. Wir haben unter Umständen eine Bodenbildung im Dollar. Wir haben hier den Dollarindex, der natürlich nach wie vor im Abwärtstrend verläuft. Aber wir hatten hier ein fallendes Dreieck, ist mal nach unten verlassen worden, wieder Erholung, nochmals Ausbruch aus der Range. Also das Dreieck hat hier auch ein bisschen an Bedeutung verloren. Aber wir haben hier noch eine gewisse abnehmende Tendenz. Und das heißt also, sollten wir die innerhalb dieser Range nach oben knacken und damit auch den Abwärtstrend nach oben verlassen, dann hätten wir grundsätzlich die Chance, auch diese Range nach oben zu verlassen und die Schwankungsbreite hier nach oben abzutragen. Ist noch nicht so ganz in trockenen Tüchern. Sie sehen, dass das hier so ein bisschen Schmackes nach oben fehlt. Aber wir haben hier so einen kleinen Hammer mit einer nachfolgenden grünen Kerze. Also durchaus hier die Chance, dass wir eine Bodenbildung sehen. Das heißt, jedes neue Hoch in dieser sehr kurzfristigen Erholung mit Break nach oben aus diesem Trend würde also hier eine Bodenbildung im US-Dollar wahrscheinlicher machen. Und das sehen wir hier auch bei einigen Devisenpaaren. Wir haben zum Beispiel die türkische Lira, hatte ich vorbereitet. Das ist jetzt nochmal ein Sonderfall. Wir haben jetzt hier die türkische Lira sowieso sehr, sehr schwach. Wir haben ein ansteigendes Dreieck nach oben. Also Long-Positionen halten, favorisieren. Das würde sich ein wenig umkehren, wenn wir hier zum Beispiel unter das Tief der letzten grünen Kerze kommen. Aber was wir halt auch sehen, wir haben heute chinesische Wirtschaftsdaten bekommen, die also durchaus positiv sind. Das müsste eigentlich dann auch den australischen Dollar durchaus stützen, ist aber im Moment nicht der Fall. Wir haben hier so einen Ausbruch. Sie sehen hier diese Bandbreite der Range nach oben abgetragen, ist als Kurs hier sehr, sehr kurz. Auch muss man dann halt auf 15 oder Stundenbasis sowas handeln. So, wieder da. Also das kann man dann kurzfristig handeln, weil natürlich hier das Chance-Risiko-Verhältnis vom ersten Kurs ja nicht so überragend ist. Wenn wir jetzt hier weitere Tops bekommen hätten, hätten wir vielleicht so ein Best-Case-Szenario bekommen an die Rückkehrlinie dieses Aufwärtstrends. Ist aber nicht der Fall. Wir sind wieder zurückgekommen. Jetzt kann man das noch vielleicht sogar als Pullback betrachten, aber das Risiko ist natürlich vorhanden, dass wenn wir hier unter die jüngsten Tiefs fallen, also das Tief der letzten Woche mit Break Aufwärtstrend, mit Re-Break in die Range, dass wir uns eher wieder nach unten orientieren. Also auch der neuseeländische Dollar hier mit einem sehr kurzfristigen Kurs nach oben abgearbeitet. Jetzt treten wir hier wieder ein bisschen auf der Stelle. Oder US-Dollar, kanadischer Dollar, auch hier Abwärtstrend, nach wie vor intakt, aber die Anzahl der grünen Kerzen hier, die verstärkt sich im Moment. Das heißt also auch hier Break-Up-Trends wäre entsprechend positiv. US-Dollar, japanischer Yen, sehr, sehr interessant mit einem Dreieck. Warum? Weil wir hier eine Phase der Unsicherheit haben.
Und innerhalb dieser Phase der Unsicherheit ist natürlich immer mit schnellen Richtungswechseln zu rechnen. Und da kann man eigentlich im Moment keine große Einschätzung geben. Das heißt also, wenn der Dollar sich natürlich hier weiter festigt, dann wäre hier auch durchaus dann ein Ausbruch aus diesem Dreieck und dann nachfolgend auch ein Ausbruch aus der Range zu erwarten. Hier fehlt noch ein bisschen Schmackes nach oben mit den Dochten. Also auch nochmal eine kurze Rückkehr nach unten wäre durchaus machbar. Dann ja auch eine lange rote Kerze, deren Eröffnungskurs und auch der Dochtbereich hier, das gilt also hier noch als Widerstand. Nur darüber müsste man dann auch auf Stundenbasis, wenn wir hier zum Beispiel eine längere grüne Stundenkerze nach oben bekommen, über die 106,60, wäre das eher das Signal, dass die Oberkante des Dreiecks und die Oberkante der Range getestet werden. Und auf der anderen Seite sollten wir jetzt hier zum Beispiel unter das Tief der letzten etwas längeren, in Anführungszeichen, grünen Kerze kommen, bei 105,84,80, dann hätten wir eher die Aussicht, dass wir halt innerhalb der Range, innerhalb des Dreiecks wieder ein wenig zurückkommen. Aber ansonsten kann man da also im Moment keine wirkliche Richtungsprognose geben. Britisches Pfund auch wieder ein wenig zurückgekommen. Wir hatten einen Shootingstar, jetzt fallende Kerzen. Also auch hier scheint ein bisschen die Luft raus zu sein. Südafrikanischer Rand. Hier sehen wir also nach wie vor auch einen Abwärtstrend. Auch das wird nochmal interessant. Sollten wir hier diese Unterstützungszone nach unten knacken? Noch gilt mehr oder weniger, dass man hier Erholungen eher auf Verkaufssignal untersuchen müsste. Euro-japanischer Yen, da ist es immer so, dass man hier erstmal eigentlich nichts sieht. Das heißt also, wir haben hier eine gewisse, ja, Chartanalyse ist ja immer der, so ein bisschen der Versuch, dem Chaos der Börse eine gewisse Struktur zu geben. Und hier können wir also sagen, okay, wir haben hier zwei Tiefs, lohnt es sich da, ist da ein Aufwärtstrend, hier war ein Aufwärtstrendkanal, der ist nach oben verlassen worden, hat eigentlich jetzt keine große Bedeutung mehr. Wenn man jetzt sagt, ich nehme noch die Tiefs dazu, dann ist so ein bisschen die Frage, haben diese Tiefs hier, die noch ein bisschen, ja, gewisse Depressionen auch zeigten, haben die eigentlich jetzt noch eine gewisse Bedeutung, solche extremen Stimmungstiefs? Und dann kann man natürlich sagen, okay, ich kann natürlich hier vielleicht auch einen Trend anlegen, hat der eine gewisse Bedeutung, ja. Oder was eben auch noch ganz sinnvoll ist, wenn man dann den Chart nochmal leert von allen gezeichneten Linien etc., dass man sagt, okay, ich habe hier einen Widerstand. Und dann habe ich hier eine gewisse ansteigende Tendenz. Und dann kommt man dazu, dass man sagt, okay, wir haben also hier eine gewisse Form der Unsicherheit, die einhergeht eben mit einem ansteigenden Dreieck. Wenn wir uns hier also hier diese Tops als Widerstand nehmen und demzufolge muss man ganz einfach sagen, okay, wenn wir jetzt hier unter diese jüngsten Lunden fallen, dann würden wir hier wahrscheinlich aus dem Dreieck nach unten ausbrechen und hätten also hier kurzfristiges Abwärtspotenzial. Aber auch hier kleine Kerzen, Unsicherheit, alternierend weiß, grün-rote Kerzen ist auch eine Form der Unsicherheit. Das heißt also hier eine Richtungsprognose jetzt abzugeben, ist nicht unbedingt sinnvoll. Das heißt, man kann hier dann nochmal eine kleine Range basteln und sagen, okay, wenn diese Range nach oben oder unten verlassen wird, bekommen wir da ein entsprechendes Richtungssignal. Dann britisches Pfund, japanischer Yen ist auch im Shootingstar zurückgekommen, Aufwärtstrend könnte jetzt getestet werden. Kritisch hier, wenn wir die Unterstützung und den Aufwärtstrend nach unten verlassen. Und auf der anderen Seite kann man jetzt hier noch ein bisschen abwarten und sagen, okay, Stundenkerzen, Abwärtstrend, wenn der nach oben verlassen wird, hätten wir zumindest eine Erholungschance, vielleicht auch in den Dochtbereich des Shootingstars, US-Dollar, Schweizer Franken. Das ist interessant mit einer eventuellen Bodenbildung. Warum? Weil sich hier auch zwei Tiefs haben mit einem Break, einer Unterstützung. Wollte aber nicht nach unten. Wir haben jetzt eine Keilformation, die nach oben verlassen wird. Also auch hier jedes neue Hoch wäre hier kurzfristig positiv. Auch nach wie vor interessant, Euro zur norwegischen Krone mit einem fallenden Dreieck. Kleine Bärenfalle. Das heißt also, sollten wir auch auf Stundenbasis einen dynamischen Ausbruch nach oben bekommen, wäre das zumindest mal gut
für eine entsprechende kurzfristige Bewegung. Da kann man dann zum Beispiel auch hier in solchen Widerstandsbereichen auch mal Teilgewinne mitnehmen. Das ist so vielleicht so das erste Kursziel. Und ansonsten Rest dann auf den Einstand oder kurz davor abstoppen lassen, dass da nichts mehr anbrennen kann. Und das nächste Kursziel ist dann oder wäre dann hier die Oberkante der Range. Und noch positiver wäre es dann natürlich, wenn wir sagen, okay, dieser Ausbruch aus dem Dreieck als auch in Verbindung mit der Bärenfalle würde dann im Prinzip implizieren, dass wir also auch aus der Range nach oben ausbrechen. Das heißt also, erstes Kursziel, Teilgewinne mitnehmen, durchaus sinnvoll. Sollten wir weiter nach oben ansteigen, dann kann man sehen, dass man dann nach Teilgewinnen wieder die Position vielleicht nochmal versucht aufzustocken, wenn man also hier leichte Rücksetzer auffängt. Und genauso könnte man dann sagen, okay, also hier an dem Niveau nehme ich auch nochmal Teilgewinne mit. Und sollte das aber noch oben geknackt werden, dann versucht man die Position nochmals aufzustocken. Also das wären auch Möglichkeiten. So, aber da müssen wir auch hier warten oder schauen, ob wir hier aus diesem, über das die letzte Dochtspitze und hier aus diesem fallenden Dreieck nach oben auch ausbrechen. Dann Euro, Schweizer Franken tritt hier auch auf der Stelle, also auch keine wirkliche Prognose machbar. Wir hatten mal hier so einen Ausbruchsversuch, ist gescheitert, kleine Erholung ist wieder abverkauft worden, also auch Unsicherheit dürfte eher auf der Stelle treten. Schwedische Krone, US-Dollar, schwedische Krone, nach wie vor interessant. Wir haben hier schon mal einen ersten Test dieser Range gesehen, wieder zurückgekommen, Unterstützung ist gekauft worden. Das heißt also, hier ist der Abwärtstrend jetzt erstmal seitwärts verlassen. Ein neues Hoch wäre grundsätzlich positiv. Sollten wir hier wieder nach unten uns orientieren, wäre das entsprechend negativ. Und US-Dollar, norwegische Krone. Also der Ölpreis ist wieder zurückgekommen und demzufolge also hier auch der US-Dollar wieder nach oben gelaufen. Und ja, auch hier ist das noch nicht ganz so eindeutig, aber Rücksetzer dürften hier eher auf Unterstützung treffen. Dann kommen wir zum Rohstoffmarkt. Wir schauen uns als allererstes heute mal nicht den Gold, sondern die Ölpreise an. Ölpreise hier am Widerstand gescheitert, Aufwärtstrend geknackt, Range nach unten verlassen. Kurzfristige Bewegung, wir haben das Kursziel aus dem Break des Aufwärtstrendkanals eigentlich schon abgearbeitet. Das heißt, wir haben jetzt hier auch eine gewisse Unterstützung. Also hier, das ist so eine Trainingschance über ein, zwei Tage. Die ist jetzt gelaufen. Da könnte man jetzt hier auch sagen, dass man Shortgewinne aufgrund des geringen Kursziels weiter nach unten oder erstes Kursziel erreicht, auch auf alle Fälle mitnimmt. Neues Tief wäre natürlich hier Kursziel um die 40 Dollar. Aber das dürfte jetzt auch hier erstmal auf der Stelle treten. Und damit kommen wir auch zum Goldpreis. Goldpreis, Monatskerzen hatte ich hier nochmal mitgebracht. Also Kurs hatten wir erreicht. Seitdem tritt es auf der Stelle. Das ist ein sehr, sehr typisches Marktverhalten, dass wenn so Kursziele abgearbeitet worden sind, erstmal Gewinne mitgenommen werden. Unterstützung ist aber noch da. Lange grüne Monatskerze. Hier ist ein gewisser Vertrauensbonus, dass eben aufgrund dieses Aufwärtstrends die viele Marktteilnehmer weiterhin davon glauben, dass die Kurse steigen können. Das dürfte auch erstmal noch weiter so ein bisschen hin und her pendeln. Wir sehen das hier nochmal in den Tageskerzen, also auch hier eine Phase der Unsicherheit. Sollte diese Phase nach unten verlassen werden, auch im Zuge von aufkeimenden weiteren positiven Meldungen hier im Stock und so weiter. Und die Risikoneigung sich auch wieder ein bisschen erhöhen. Dann wäre so das erste Kursziel, das Tief, was wir hier schon mal gesehen haben, 1865,70. Sollten wir da runterfallen, müsste man eher davon ausgehen, dass wir auch den Aufwärtstrend und hier die 1800 testen, weil natürlich auch hier im Gold, gerade in den letzten Monaten, in dieser Aufwärtsbewegung, sehr viele Marktteilnehmer wahrscheinlich zu spät eingestiegen sind, jetzt vielleicht hier sogar schon Verluste haben. Oder auch die Marktteilnehmer, die hier eingestiegen sind, die Buchgewinne retten wollen. Und das könnte dann tatsächlich im Goldpreis dazu führen, dass wir die 1800 nochmal testen.
Also da ein bisschen aufpassen. Nach oben sind wir im Moment so ein bisschen gedeckelt. Was aber ganz interessant ist, hier die Stundenkerzen mit einer kleinen Bullenfalle. Und wir hatten hier in den Stundenkerzen immer mal so kleine Trends. Das haben wir jetzt hier wieder. Das heißt, wir können also hier einen Abwärtstrend konstruieren. Und demzufolge sollte der jetzt wieder nach oben fassen werden und vor allem hier die 1960 nach oben möglichst lange grüne positive Stundenkerze zum Beispiel, dann hätten wir zumindest die Chance hier nochmal Richtung 1980 zu laufen. Und es ist natürlich negativ, wenn wir hier diese Unterstützung knacken, dann wäre vom Trendgedanken her die Unterkante dieses Trendkanals dann das Kursziel und dann könnten wir also hier weiter abrückende Kurse sehen. Dann hatte ich Ihnen in der letzten Zeit immer mal wieder einen Agrarrohstoff gezeigt. Nach wie vor interessant, wir haben Weizen. Wir haben hier ein übergeordnetes Dreieck. Sie sehen, dass also auch sowas hier funktioniert, allerdings eben mit viel Unsicherheit. Schnelle Richtungswechsel sind auch da durchaus einzuplanen. Aber wir haben hier zumindest mal einen kleinen Sprung nach oben gesehen. Da muss man natürlich auch die Kontrakte sich anschauen. Aber grundsätzlich grüne Wochenkerzen. Wir haben also durchaus die Chance, nochmal die Oberkante dieses Dreiecks zu testen und ein Ausbau nach oben wäre dann natürlich interessant. So, dann schauen wir uns zu guter Letzt. Eigentlich sind wir so gut wie durch. Aktien habe ich jetzt heute nicht so vorbereitet, aber wir schauen trotzdem gerne nochmal die Tesla an zum Beispiel. Und hier haben wir die Deutsche Telekom, läuft seitwärts. Wir schauen uns nochmal die Tesla an, weil das ja durchaus nochmal interessant ist. Ups. Und zwar Aufwärtstrend, der bestand zu dem Zeitpunkt schon, Korrektur an den Aufwärtstrend. Dann haben wir hier im Prinzip die Fortsetzung, also das war im Prinzip nochmal ein Kaufsignal. Und jetzt könnte natürlich wieder das Gleiche eintreten, dass wir hier eine sehr, sehr kurzfristige, gerade so in den Stundenkerzen, nur eine sehr kurzfristige Korrektur haben und wir dann anschließend hier nochmal nach oben laufen lässt. Was ein bisschen als Warnsignal gelten muss, wir haben hier einen Berührungspunkt, dann den zweiten Berührungspunkt und jetzt hier den im Prinzip den vierten Berührungspunkt, also 1, 2, 3, 4. Das Unvermögen, hier nochmal an die Rückkehrlinie zu laufen, das ist ein Warnsignal. Das heißt, also hier ist schon eine gewisse Schwäche im Trend, auch die letzte etwas längere grüne Kerze. Und dass das dann nach unten verlassen wurde, ist also auch schon negativ. Das heißt also, wir sehen hier vielleicht nochmal so eine kleine Mini-Erholung. Und dann muss man schauen, ob hier dieses jüngste Tief auch unterschritten wird. Das wäre dann entsprechend negativ. Sollten wir natürlich ein neues hochkommen, dann hätten wir hier diese Verlaufsmöglichkeit. Aber das ist zumindest schon, sieht nach einem ausgereiften Aufwärtstrend aus, dem sich jetzt hier eine Konsolidierung oder auch deutlichere Korrektur anschließen könnte. Meine Damen und Herren, dann wünsche ich Ihnen ebenfalls gute Trades, eine erfolgreiche Woche. Auch vielen Dank für Ihr Feedback und Ihre guten Morgenwünsche. Wir hören uns selbstverständlich am Mittwoch wieder und der deutsche Aktienindex sehe ich gerade bei etwa 12.990 Punkten, also knapp an der 13.000er Marke. Schauen wir uns den nochmal kurz an. Also Sie sehen hier, unten ist er unterstützt, aber ich gehe weiter davon aus, selbst wenn wir uns jetzt hier in Richtung 13.060, 13.100 vorarbeiten, das darf für heute aller Voraussicht nach Schluss sein sollte. Ohne große Impulse werden wir da hier wahrscheinlich nicht drüber ansteigen, sondern dass wir hier auch aufgrund des US-Feiertages eher eine Pendelbewegung bekommen werden. Dann, ja, Ihnen eine erfolgreiche Woche. Bis Mittwoch. Viel Erfolg. Ihr Stefan Salomon.